Wir müssen feststellen, leider feststellen, dass der Bundestag hier einen sehr großen, schweren IT-Angriff erlebt hat auf das IT-System des Deutschen Bundestages, des Deutschen Parlamentes in einem großen Ausmaß. Und deswegen ist es auch notwendig, dass wir jetzt in der jetzigen Phase alle Kompetenzen nutzen, die notwendig sind, mit dieser Situation umzugehen. Wir haben das Cyberabwehrzentrum mit Beteiligten wie Bundeskriminalamt, Bundespolizei. Und wir haben auch darüber gesprochen, dass selbstverständlich auch das Bundesamt für Verfassungsschutz schon alleine im Rahmen seiner Aufgabenstellung hier ebenfalls das Ganze mit begleitet, in die Zusammenarbeit eingebunden ist. An der Stelle will ich bemerken, dass das ganze Thema, es geht hier um den Deutschen Bundestag, nicht geeignet ist für Politisierungen. Wir müssen uns hier auf das Ziel konzentrieren. Es ist davon auszugehen, aufgrund des Umfanges des Eingriffes, des Hackerangriffes, dass aller Voraussicht nach das System neu aufgesetzt werden muss, zumindest große Teile davon. Der genaue Umfang, das muss noch ermittelt werden. Dies darf aber nicht verwechselt werden mit einem kompletten Auswechseln, ich sage einmal, der Hardware. Das ist auch teilweise kommuniziert worden. Darum geht es nicht. Es geht hier im Wesentlichen um Software, um Schaltungen, aber nicht um den Austausch der kompletten Hardware.